Moin Leute und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von meinen Redstone-Episoden. Ich zeige euch heute mal mein Zahlen-Display so. Und mein Nummernblock dazu. Ups, ich mache ihn schon mal kaputt, bevor ich ihn einsetze. So. Also, das ist ja das Display und das ist der Nummernblock und der ist dann auch so aufgebaut wie eine Tastatur. Ich habe jetzt eben die 4 gedrückt. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, dann drücken wir die 5 beispielsweise, dann verschwindet zuerst die 4 vom Display. Dann wird die 5 angezeigt. Und das könnte man jetzt den ganzen Tag so weitermachen. Mit diesem Knopf wird das Display wieder blank. Jo. Von hinten sieht das Ganze so aus. Eigentlich geht es vielmehr um den Nummernblock hier, wenn ihr wissen wollt, wie man den baut. Das ist das hier. Ich würde dazu auch noch ein kleines Tutorial so zusätzlich machen, wenn ihr das braucht. Der Rest hier gehört eigentlich nicht möglich dazu. Den habe ich mir nur so dazu gebaut, weil, ja, was soll man noch sonst noch zu einem Nummernblock bauen, ne? Hätte 9 verschiedene Türen machen können, die dann aufgehen, aber ich wollte was Spannenderes machen. Ich führe nochmal eine Nummer vor, das wäre jetzt demnach die 8. Die 9 verschwindet, die 8 dauert übrigens am längsten mit dem Anzeigen, deshalb nicht wundern. Und dann mache ich nochmal ein blankes Display, damit ihr auch seht, dass das bei jeder Zahl geht. Jo, danke fürs Zusehen, ciao Leute, bis zum nächsten Video.